Recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Civilization 6 im Multiplayer. Mit dabei der Banause als Deutscher. Hallo, Banause. Hallo. Und der Anno als Gilgamesh, also Sumerer. Moin, moin. Und mit dem Schwabenboy als Chinesen. Jawohl, ja. Quin Shu Ha Shi Yu Hangi. Ne, Shi Yu Hangi. Der Gesundheit, ne? Der Gesundheit. So. Ah. So. Du brauchst was? Sackgasse. Komm mal Einheit. Ah, du, oh. Okay. Longxi. 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 Wie, hast du die Stadt von mir gesehen jetzt, oder wie? Ja. Wo ist er denn? Ich sehe dich aber gar nicht. Ah, doch, da einer hängt da. So eine komische Karawelle. Oh, da ist schon ein Toledo. Voll ist mit dem Acker, aber. سيعاقبك الله على كفرك وحده الكامل العزيز توبان جوني توبان جوني nein die eine Stadt verließ er auch noch verzieh heul Stadt benötigt Nahrung, hör auf zu heulen. Aber ich kann ein. Ein Ingenieur. Ingenieur? Schön. Leonardo da Vinci. Der Da Vinci Code. Ja. Ein sehr schöner Film. Das Sekret. Das kann man so doppeldeutig sehen. Ich habe das damals schon immer gesagt. Ja, Da Vinci Code, das Sekret. Aber es ist wirklich ein guter Film. Ich finde die zwei Nachfolgenden auch nicht so gut wie den ersten. Es geht. Also ich finde tatsächlich. Sie sind gut, aber ich finde sie nicht so gut. Ja, aber ich gucke sie gerne. Also ja. Ich finde da ein bisschen doof, dass sie die Bücherreihenfolge nicht beachtet haben, aber gut. Weil ja, ich bin so ein bisschen verwundert. Ich habe auf diese komische, was in Amerika, glaube ich, spielt, ne, mit dieser blutenden Hand in der Mitte von diesem Museum oder so, glaube ich, ne? Also wo es dann losging. Ja, der erste Teil ist ja eigentlich Illuminati gewesen. Also eigentlich sind die Illuminaten zuerst und dann kommt das Sakrileg und danach kam doch das verlorene Symbol oder wie es hieß, ne? Ja, das kam auch noch, ja. Ja. Das verlorene Symbol ist ja dieser. Ja, das ist ja nur ein Buch gewesen im Prinzip. Habe ich aber auch gelesen tatsächlich. Und dann kam jetzt das Inferno. Oder Inferno hieß der neue. Genau. Auch sehr gut. Aber der ist auch sehr, sehr gut nach dem Buch, also gemacht. Muss man sagen. Der kommt ziemlich nahe.
Aber wo ich den gesehen hatte, ich kenn ja die Bücher alle. Muss ich sagen, das den ziemlich gut nach der Vorlage gehalten. Hast du auch andere Bücher von Dan Brown gelesen? Nur die bis jetzt, also die Nur vier. die? Also was mich freuen würde, ja, ich meine, die Robert-Langdon-Reihe ist ja schon ziemlich gut, aber ich würde mich tierisch darüber freuen, wenn sie den Film Der Meteor mal, so wie es im Buch ist, ja, verfilmen würden. Nicht zu kitschig, nicht zu modern, sondern so thrillermäßig, wie das Buch ist. Also du meinst aber jetzt nicht in allen Filmen, ne? Es gibt ja schon einen Film, der Meteor heißt, ne? Nee, ich glaube nicht, dass sie schon den Der Film. ist, glaube ich, so 60er oder so. Nö, da gab's ja, da hat ja Dan Brownlow nicht geschrieben. Ein ganz alter Schinken, der Film, oder? 60er, 70er, irgendwo müsste der Film eigentlich angesiedelt sein, der Meteor. Ich kenne den gar nicht. Ich weiß Der jetzt nicht, wo der. ist der mit dem Sean Connery sogar? War der das, der da mitspielt? Ich weiß es gar nicht. Moment, ich habe mein Handy hier liegen. Gucken wir doch Moderne mal nach. Medien. Gucken wir doch mal nach. Habe ich früher kam der oft im Fernsehen, habe ich den oft ge geguckt. Ich habe den, glaube ich, sogar nachher irgendwann auf Der VHS-Kassette gehabt. Meteor-Film. Genau. Wikipedia sagt, Meteor ist ein Science-Fiction-Film des Regisseurs Ronald Nimi aus dem Jahr 1979. Ja, 70er, sag ich doch. So, jetzt wissen wir das alle. Genau. Danke, Handy. Krank. Genau, Schwammboll hat nicht. Kleopatra den Krieg erklärt. Cleo, Da kannst du packt euch! mal sehen, was ich für ein Gedächtnis habe. Da spielt tatsächlich Sean Connery mit. Der ist zwar total. Ja, wenn du den jetzt guckst, da denkst du dir auch, boah, scheiße, was ist das für ein Film? Aber früher war der richtig gut. Ich glaube, so geht es auch vielen Leuten, die Original-James-Bond-Teile geguckt haben. Ich habe Ja, sie die mir leider auch alten, ey, mal. boah. Weil ich mir dachte, ich bereite mich auf Spectre ein bisschen vor. Ich wusste ja, dass dieses Thema, was Sie da mit dem Craig angesprochen haben, dass es schon in diversesten anderen Filmen verteilt mal angesprochen wurde. Das hieß dann einfach mal, durch die deutsche Übersetzung hieß es mal Phantom oder mal sonst irgendwie was, ja. Aber im Englischen hieß es immer Spectre. Und die Filme sind gut, ja. Teilweise ein bisschen langatmig und langweilig, aber die Erzählform hat sich echt gewandelt in all den Jahren, muss man sagen. Ich nehme an, Actionlastiger das ist geworden. dasselbe, was actionlastiger, schnelleres Erzähltempo, ja. Ja. Und die ersten Teile, also gerade die Büroräume und sowas, das sieht wirklich immer sehr kulissenartig alles aus. Ja. Deswegen sage ich, das ist, heutzutage sind die Filme halt auch sehr actionlastig geworden. Auch wenn jetzt ältere Filme, so länger, ältere Reihen, ne, ist, das siehst du tatsächlich. Guck dir zum Beispiel Indiana Jones an, der vierte. Der ist auch mehr Action behaftet als die älteren. Ja, Na, oh, finde jetzt ich geht's aber jetzt. rund hier. Wo geht's rund? Zwischen Jerewan und Muscat. Oder Gott, die Muscat. tun sich nichts, sie sind beides meine Suzerän. Boah, du Stück Na, Scheiße dann von bin ich Barbar. souverän. Gewesen zumindest, bis Leo mir den wegschnappt hat gerade. Achso, bei dir da meinst du? Ja. Achso, okay. Da war hier auch gerade so eine Massenbewegung war auf dem Bildschirm, deswegen dachte man so die. So, was bauen wir denn mal als nächstes? Ja, das sieht doch ganz nett aus. Na gut, ich bin eh bald wieder souverän. Das ist nur eine Frage von ein bisschen. Bisschen. Ein bisschen. Ja. So, was machst du? So, was machst denn du? Sag Da mal, komme ich was gar machst nicht du runter, denn da ist da? alles voll mit Barbaren. Was ist denn das jetzt für ein Quatsch da? Ja, sag ich doch unten bei Clio, oder? Ja. Mein Schiff ist ja kaum durchgekommen von lauter Barbarennester und Schiffen und Reitern und was weiß ich, was alles war. Guckst einmal nicht auf die und dann wird sie schon belagert da. Da nicht. So, bauen, bauen, Schurupak. bauen. Schurupak. Ja, ist ja gut. Schreibe nicht an.
Nee, das ist auch, das ist aber auch, wenn du alt, auch wenn du, egal was für Filme, die guckst, die alt sind, da siehst du das echt, den riesen Unterschied zwischen heute und früher. Ja. Aber nichtsdestotrotz sind viele Filme halt, aber eigentlich auch relativ gut, auch die alten. Muss man halt mögen. Ich glaube, wenn ihr heutzutage einen 18-Jährigen oder 20-Jährigen einen Film von 1980 zeigt, so, der lacht ihr aus. Sagt aber, will ich ja mit dem schon. Es gibt ja auf YouTube von Amerikanern so eine Reihe, da zeigen sie Kindern von heute, also so die Ende 2000er, Anfang 2010er Jahre, obwohl die müssen älter sein, die sind ja 10, 12. Was ist denn 12, 17? 2005. So aus dem 2005er Jahrgang, ja. Und die zeigen den Sachen aus den 90ern und die finden das schon rückständig, wo ich mir denke, oh Gott, bin ich groß Ja. geworden. Wie die Telefone mit Antennen, was soll denn der Scheiß? Ja, ehrlich. Wie war in Telefonzellen telefonieren? Ja. Telefone mit Kabeln? Ja. Oh Sogar Gott, mit kein Wählscheibe. Internet? Ja, gab's auch mal. Oh ja. Da haben sie doch einmal gezeigt, sie sollten mal einen Windows, ich glaube, 95-Rechner oder so einschalten. Haben sich gewundert, wie lange der hochfährt. Und dann runterfahren, sitzen Da hätten bleiben. sie, eigentlich hätten sie mal Nachdem er einen. nämlich runtergefahren ist, da kannte ich jetzt so im Prinzip auch nicht mehr, aber ich kannte es zumindest vom Rechner meines Vaters damals noch. Ganz am Ende hieß es dann, sie können den Computer jetzt sicher ausschalten. Ja, stimmt. Ah, ja, stimmt, da war Ja, was. das war früher. Aber ich sag, Stimmt. die hätten die richtig ärgern sollen, die hätten MS-DOS nehmen sollen. Da hätten sie tippen müssen. Oh. MS-DOS, damals hier die Version. Sag mal, du hast jede Insel besiedelt, oder? Ich? Ja. Zwei Stück gerade mal. Wieso? Why? Du hast einen ganzen Kontinent für dich allein. Sprich dich Beschwer dich jetzt aus. nicht. Sprich Stimmt dich doch gar aus. nicht. Ja Gott, wenn du die KI da bei dir besiegt hast, haben wir doch auch hier. Fast. Ja, ein kleines arabisches Dorf, ne, wehrt sich noch. Die haben bestimmt einen Zaubertrank. Genau. Hier hat sich jetzt gerade so angehört wie bei Asterix. Ein kleines Ja, das Wunder. war auch genau Ja, darauf das war mir schon abgestimmt. klar. Dass das Gibt sowieso nur eine Stadt, die ich übernehmen werde, das Kairo. Rein Die zufällig war andere, und die werde ich überhaupt platt nicht machen. gewollt. Damietta, die wird in den Erdboden versinken. Was mit Aleppo? Wo ist denn Aleppo? Ah, nee, ohne Ostküste. Ach, da. Ah, stimmt, da ist ja auch noch einer. Ne, da ist Damaskus, oder? Damaskus grenzt direkt an Ja, Sparta. das, genau, und bei mir bei Dortmund. Siehst du Genf? Ja. Von Genf aus 1, 2, 3, 4, 5 Felder nach oben und 2 Felder Da. nach rechts. Da ist Aleppo. Ach da, ja, mal gucken. Erstmal Damietta und Kairo platt machen. Und dann mal weiter nach rechts durchfuttern. Und dann noch rechts. Das war gut so von den Deutschen, oder? Entschuldigung. Ist zwar nicht der richtige im Prinzip, aber es passt ja zu denen. Lol. Zieht sie ihre Einheit aus der Stadt raus. Zu Macht ja mir, wenn gar er den keinen Sinn. Schriftsteller geboren, okay? Aha. Was ist jetzt? Aha. Hast du einen Schriftsteller Wir geboren, stand dürfen da nicht gerade. aufhören zu Ich entdecken ja. und Ja, mehr. ja, Oh, ich habe eine ja. Republik. Ich habe die Handelsrepublik schon. Niccolò Machiavelli. Die nehme ich doch Kenn gerne. ihn. Kleopatra wurde besiegt? Jo. Das ging immer schnell. Das wollte ich auch gerade sagen. Naja, immer, wer kann, der kann, nicht? Boah, Jetzt Alter. haut er wieder auf die Kacke, Ich wollte gerade sagen, ey. ey. Haut er wieder auf die Kacke. Na, wat, Mut, Mut? Von Mutter und Mutter. So, du hast jetzt gebaut das. Können wir da was kaufen? Toll, sehr gut.
Du parieren. Du Angriff. Barbarapack. Wow, ein Schwertkämpfer mit einem Schussblatt. Nice. So, so. Ist bei dir jetzt eigentlich noch irgendeine KI auf dem Kontinent? Nee. Diese, nee. Weißt du, vor 2 Minuten sagt er noch nein. Muss man mein noch nicht alleine teilen. Also, ne? Ich hatte jetzt zwei Hallo, ich hatte 2 KIs auf dem Kontinent. Haben ich kann nichts dafür, wenn die insgesamt gemeinsam nur 3 Städte gegründet haben. Warum haben wir immer die Heuschrecken? Ich wollte gerade sagen, ey, also allein Griechenland hatte 1, 2, 3, 4, 5 Städte. Ich sag, was soll ich denn machen? Ding hatte, es gibt doppelt so viel. Ding hatte, wie heißt sie mit einer Reiterle? Hä? Die Wilde. Hilde. Hilde? Hilde? Die Wilde? Ja, du weißt, die wilde Hilde, die ach. Komiris von das Gütchen. Wollte ich gerade sagen, ich weiß, wen du meinst. Okay. Na, hilf mir doch, Mensch, lass mich doch nicht so auflaufen. Oh, aber du bist doch selber drauf gekommen. Ist alles gut. Nein, ich muss jetzt im Ausrichtungsbaum gucken. China expandiert. Hat eine neue Siedlung Rakedet zugewonnen, okay? Rakedet. Oh, und Spanien hat die denunziert. Ach, das ist die ägyptische Stadt, die ich entdeckt habe. Die Hauptstadt, ja. Deswegen kriegt der Spanier auch. Siehst du, da hat dich denunziert. Deswegen kriegt er auch einen Armsack. Weißt du, was mich denunziert? Der Spanier. Mich? Stand da gerade, ja. Ja, dem Hilfe gleich. Oh, euer Händler Ilse hat ein Gerücht aufgeschnappt. Alles klar. Oh ja, denn? Die Ilse. Oh Mann. Die wilde Ilse. Bam, badam, 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 badam. Ach, jetzt ist er in Bad Tibiria gelandet, der Schwarmbräu. Ja, Ägypten ist verloren. So. Treiberei, ja. Also hast du jetzt deinen ganzen Kontinent für dich alleine? Komm nicht auf doofe Gedanken. Ich warn dich, und ich warn dich nur einmal. Der Chinese spielt nur das aus, was er sowieso vorhat. Ich wollte sagen, der schüttet einfach irgendwann die Meerenge zwischen uns zu und behauptet, das ist ein chinesisches Festland. Genau. Naja, das wäre jetzt unfair, wenn ihr bei mir siedeln würdet. Ich sowieso nicht. Na. Ja, das ging auch mehr in Richtung Anno. Würde mir nie einfallen, aber ich werde noch eine Stadt gründen. Ich hoffe, du wirst mir nur nicht hassen dafür. Sie ist nicht auf deinem Festland. Keine Panik. Wo? Bei Larak. Das glaube ich nicht. Da ist mein Siedler schon unterwegs. Bei Larak. Da geht's los. Bei Larak. Larak. Bei Labarak. Labarak, okay. Ja, mache ich. Ein bisschen okay. Wie Merkel früher den Barack angesprochen hat. Lieber Barack! Ey, du Baracke! Hast auch ein Gesicht wie eine Baracke, wa? Hat er mich schon gesagt. Spiegelt ja immer nur das wieder, was die Amis sowieso immer von uns denken, dass wir so eine harsche Sprache haben. Ja, das stimmt. Nicht Barack, sondern Barack!
Das klingt so wie Brackwasser oder irgendwie sowas, keine Ahnung. So, Bilbao, jetzt geht's hier gleich an den Kragen. Ist ja die letzte Stadt von dem Jahr, ne? Ich glaube ja. Ja. Dann ist der Spanier gleich auch weg. Nur endlich. Dann haben wir. Dann ist ja nur der Araber da, ne? Kann halt sein. Der Araber ist dann die letzte KI von. Ich habe vergessen, wie viel wir eigentlich eingeschaltet haben. 6? Ja, wir hatten nicht viele genommen. Also bei uns waren. Der Grieche, der Araber und der Spanier. Dann gab es noch Clio und Skütchen. Skütchen, ne? Genau. 5 waren das dann. Oder hattest du noch eine KI geplättet, Schwarmboy? Nee. Da hatten wir 5 KIs, die sind dann alle weg. Haben wir bald durchgespielt. Aber hey, wir machen Wissenschaftssieg. Als nächstes spielen wir dann mit so einer großen Karte mit dem Mod. Joa. Dann können wir uns in alle Himmelsrichtungen ausbreiten. So groß ist die Karte. Bin ich dran? Eigentlich? Ja. Nee. Okay. Was? Du? Okay. Nee, Folge beenden, meinte Arno. Achso. Ich dachte mit dem Tier. Nee, das ist sicher da oben. Also so blind bin ich ja noch nicht. Naja, weiß man's. Jo, Freunde, dann, wenn es euch gefallen hat, dann klickt mal unten in die Videobeschreibung. Da findet ihr nämlich die Links zum Banausen und zum Schwabenboy. Einfach mal draufklicken und dann auch dazu schauen. Dann könnt ihr auch da gleich abonnieren und kommentieren, wenn ihr es nicht schon längst getan habt. Und dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Hummel, Hummel. Moss. Ciao. Tschüss.